Ich begrüße euch zur vorerst letzten Jobklassen-Quest des White Mage. Schön, dass ihr wieder Interesse zeigt und eingeschaltet habt. Und ja, wir werden mal direkt loslegen. Wie es nun weitergeht, werden wir zusammen miterleben. An der Stelle nochmal der Hinweis für die Leute, die jetzt gerade das erste Mal dazu schalten. In der Beschreibung findet ihr auch die Playlist des White Mages, um ein bisschen nachzuvollziehen, warum das jetzt alles so ist, wie es ist von der Story. Und nicht ganz verwundert seid und auch nicht zu sehr gespoilert werdet. Also schaut mal rein, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und der Rest, schaut sich das mit mir mal zusammen an und dafür blenden wir mal unser Interface wieder ein, das kennt ihr ja, das gleiche Spiel. Und wir befinden uns hier noch im dravanischen Vorland, wo wir auch schon bei der letzten Folge aufgehört haben. Und wir sprechen mit der Yeshiva mal wieder und was sehen wir hier? Oh, da sehe ich noch, dass ich anscheinend in der letzten Folge vergessen habe, das hier anzunehmen. Das gehörte wohl noch zu der 58er Jobklassenquest, also wundert euch nicht, wir werden das jetzt in einem absolvieren. Und hier heißt es noch, enttäuschte Hoffnung, diese Klassenquest. Interessant, gibt zwar keine Fähigkeit, aber wir werden halt wieder zum Finsterwald zurückgeschickt und das nehmen wir mal an. Ja, und Yeshiva sagt, hier hast du den fauligen Fleischklumpen zurück. Ja, sehr lecker. Wir haben in der letzten Folge ja den Fleischklumpen in die Hand gedrückt bekommen von der bösen Hexe. Das hat sie da irgendwie liegen gelassen. Und da wollen wir jetzt mal zurück zum Finsterwald und mal schauen, was damit auf sich hat. Und da sagt Yeshiva noch, wir sollten ihn Raya Osena in Camp Seelenruh zeigen. Vielleicht wissen die Patschal ja etwas darüber. Ja, das machen wir. Das heißt, wir begeben uns dorthin, wo alles angefangen hat mit der Stufe 50er Jobklassenquest. Da ging es ja auch von Camp Seelenruh los. Und ja, ich bin sehr, sehr neugierig. Also was passiert jetzt mit der Hexe? Werden wir zu einem finalen Kampf kommen? Werden wir sie töten müssen? Werden wir sie verjagen? Oder werden wir sie vielleicht auch ein bisschen zur Vernunft bringen können? Das wird sich alles jetzt gleich herausstellen. Und mal gucken, ob wir unsere neuen Fähigkeiten auch effektiv einbringen können. Wir haben ja ziemlich nette Damage-Skills innerhalb der letzten Jobklassen-Quest bekommen. Und das ist sehr schön. Ist ein bisschen abwechslungsreich, parallel zum Heilen natürlich. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir sind zumindest hier wieder vor Ort und sprechen jetzt bezüglich des Fleischklumpen, der so ekelhaft stinkt. Sprechen mit der Raya Osena mal und mal gucken, was sie dazu sagen kann. Und da sagt die werte Dame, willkommen zurück, ihr beiden. Kommt ihr gut voran bei der Bekämpfung der Verderbnis? Wie bitte? Ihr wollt mir etwas zeigen? Ja, da guck's aber, wa? So, hier, fauliger Fleischklumpen. Ein Nebenprodukt von Alquas Experimenten. Ja, lecker. Bitteschön, viel Spaß damit. So, gucken wir mal, was sie jetzt damit anstellt. Ich hoffe, sie kann uns dazu was sagen. Die werte Dame. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, Raya Osena sagt, kannst du etwas mit dem fauligen Fleischklumpen anfangen, Arun? Ich spüre, wie die Gebieter davor erzittern. Es steht außer Frage, dass dieses Fleisch etwas mit der Verderbnis zu tun hat. Hinzu kommt, dass die Warnungen des Wächterbaumsgebieters Tag für Tag flehender werden. Alqua hat ihre Drohung also augenscheinlich wahrgemacht und setzt ihre Experimente fort. Diese Frau muss Einhalt geboten werden, Sarina. Wir werden den fauligen Fleischklumpen untersuchen. Doch du solltest die Zwischenzeit nutzen und Alqua aufspüren, damit wir... Und Yeshiva sagt, das kann nicht dein Ernst sein. Wir haben keinen festen Anhaltspunkt, womit wir es zu tun haben oder wie es aufzuhalten ist. Soll Sarina blindlings in ihre Verderbnis laufen? Wir müssen alle Optionen in Betracht ziehen. Die Weißmagie von Sarina ist unser größter Trumpf im Kampf gegen die Verderbnis. Und Sarina ist Risiken gewohnt. Sie wird besonnen vorgehen. Was bildest du dir ein? Woher nimmst du dir das Recht, alles und jeden nach deiner Pfeife tanzen zu lassen? Weißmagier seid ihr also, genauso wie Sarina. Doch ihr verschanzt euch in eurem Wald und hinter seinen Gesetzen, während Sarina da draußen ihr Leben aufs Spiel setzen muss. Zahllose Feinde musste sie überwinden, um die Verderbnis zu bekämpfen, an die Grenzen ihrer Kräfte gehen, um diejenigen zu heilen, die ihr zum Opfer gefallen sind. Ihr habt kein Recht, so ständig diesen Gefahren auszusetzen. Nehmt euch ein Beispiel an Tova Kant und zieht selbst gegen die Verderbnis ins Feld.
Oh wei, da ist die werte Dame sehr verärgert. Die ist Shiva. Und Raya Osena sagt, ein Beispiel an A. Tova Kant nehmen. Die hat gut reden. So, ich versuche das ein bisschen zu erklären. Ja, und Aru Osena sagt, ich weiß die Gesetze. Trotzdem schmerzt es mich, in den Augen einer Gredanian ein solch schlechtes Bild abzugeben. Das lässt sich nicht ändern, Bruder. Die Gesetze binden uns an den Wald. Das war zu Artovakans Zeiten noch anders. Doch wenn wir die Bewohner des Waldes weiter enttäuschen, werden sie seine Stimme, die wir ihnen tragen, vielleicht bald nicht mehr lauschen. Lasst mich in Ruhe darüber nachdenken. Den fauligen Fleischklumpen werde ich jedenfalls untersuchen. Ich melde mich, sobald ich etwas herausgefunden habe. Tja, an den Worten meines Bruders ist etwas dran. Wir sind Medien zwischen dem Wald und seinen Bewohnern. Wenn die Harmonie durch die Grenzen in Gefahr gerät, dann sind die Grenzen vielleicht nicht gut. Wenn die Harmonie durch die Gesetze in Gefahr gerät, dann sind die Gesetze vielleicht nicht gut. Wie auch immer, eins steht fest. Dieser Alakwa muss aufgehalten werden. Keine Angst, wir werden dich nicht Hals über Kopf in dein Verderben zu schicken. Wie bitte? Keine Angst, wir werden dich nicht Hals über Kopf in dein Verderben zu schicken. Ja, das ist etwas falsch geschrieben. So. Uns fällt schon etwas ein. Ja, jetzt haben wir eigentlich regulär die Jobklassenquest 58 abgeschlossen, also seid nicht verwundert. Jetzt geht's also erst wirklich los mit der Stufe 60er Quest. Also, auf geht es jetzt. Also, die Furcht vor dem Anderen heißt die 60er Quest des White Mage. Und da kriegen wir auch eine neue Fähigkeit, natürlich Tendragrammaton. Aha, interessant. Du regenerierst LP des Ziels. Ja, interessant. Ein Cooldown von 60 Sekunden und Heilpotenzial 700. Okay, also jetzt gehen wir mal los und der Showdown kann beginnen. Annehmen. Und Raya Osena sagt, gut, dass du gekommen bist, Sirena. Wir wissen jetzt, was wir gegen die Verderbnis tun können. Wir würden unseren Plan gerne mit euch besprechen. Wärst du so gut, Ishiva Bescheid zu sagen? Sie ist bestimmt nach Herbstkürbissee zurückgekehrt. Richte ihr aus, dass sie zu uns kommen soll. Ich werde in Zwischenzeit Arun holen. Ja. Kein Problem, dann porten wir uns mal zügig wieder zum Herbstkürbissee. Vielleicht hat die Ishiva sich wieder ein bisschen einbekommen. Die ist ja wirklich sehr sauer darüber, dass hier die Wächter des Waldes hier, ja, nicht mal aus ihrem Wald rauskommen, sich selbst diesem Problem annehmen und uns immer vorschicken. Ja, kann ich auch verstehen. Ich bin natürlich auch nicht gerade davon begeistert, dass ich hier das Schicksal des Waldes wieder auf mich nehmen musste. Und das ist ja nicht nur hier beim White Mage so von der Jobklassenquest. Das bezieht sich auf alle Klassenquests, die ich bis jetzt gemacht habe. Da ist die Bürde, die wir zu tragen haben, immer sehr extrem. Und es ist ein Wunder, dass ich noch nicht zusammengebrochen bin. Ein Wunder. So. Aber jetzt gucken wir mal, was die Ishiva sagt. So, sie sagt, es tut mir leid, dass ich neulich so emotional geworden bin. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht in Schwierigkeiten gebracht. Nein, Ishiva, alles ist gut. Ich verstehe das ja. Mir geht es ja auch manchmal auch nicht anders. Alles ist gut. So. Die Patschal wollen mich sehen. Ich war mir sicher, sie hätten für den Rest ihres Lebens genug von mir. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Aber jetzt ist es wohl nicht die Zeit, nachtragend zu sein. Wir haben einen gemeinsamen Feind und der muss aufgehalten werden. Ich werde nach Camp Seelenruh gehen. Wir treffen uns dort. Sehr gut. Sie folgt also unserer Bitte und auch der Bitte der Patschal. Ja, mal gucken, was jetzt der Masterplan ist. Also wir haben ja einen Plan zumindest, ne? Ob wir jetzt wirklich die Verderbnis für immer beseitigen können, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich bin natürlich guter Dinge. Mal schauen, wie wir es jetzt anstellen wollen. Zumindest haben sie einen Plan. Das ist doch schon mal beruhigend. Dass wir da nicht Hals über Kopf einfach mal reinmarschieren und dann irgendwie überrascht werden. Ich bin schon mal sehr gespannt, was wir für Gestalten noch treffen werden auf dem Weg. So, also. Da sind wir wieder vor Ort. Kennen wir ja schon. Und jetzt sprechen wir mal mit den werten Herren und Damen. So, und Raya Osena sagt, danke, dass ihr gekommen seid, Sirena und Ishiva.
Folgendes haben wir herausgefunden. Der Gebieter des Wächterbaums hat auf das faulige Fleisch genauso reagiert wie auf die Verderbnis. In ihnen liegt anscheinend die gleiche ätherische Verunreinigung vor. Wenn nichts unternommen wird, könnte Alaquas Drohung tatsächlich wahr werden und die ganze Welt von Verderbnis und Tod befallen werden. Und Ishiva sagt oder fragt, um was gedenkt ihr dagegen zu unternehmen? Jetzt kommt der Masterplan. Arun und ich werden den Wald verlassen und Alaqua in Dravania stellen. Oh wei. Sie wollen aus ihrem Wald heraustreten. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Das ist ein großer Akt. Wir Pachal sind das Bindeglied zwischen dem Wald und seinen Bewohnern. Wir haben von klein auf geübt, den Stimmen der Gebieter zu lauschen und ihre Warnungen zu beherzigen, um Unglücke fernzuhalten. Die Gebieter sind Äther in seiner reinsten Form. Äther, mit dem wir kommunizieren können. Wir sind dazu in der Lage, schon leichteste Schwankungen im ätherischen Gleichgewicht zu erkennen. Wir werden das Labor dieser Alaqua aufspüren und unschädlich machen. Und der Shiva fragt, und was ist mit den Gesetzen des Waldes? Unsere Schwester Kan Esena höchstpersönlich hat uns die Erlaubnis erteilt. Während unserer Abwesenheit wird sie sich darum kümmern, dass die Harmonie im Wald gewahrt wird. Deine Worte klingen noch immer in unserem Herzen nach, Ishiva. Es ist nicht rechtens, dass wir die Bekämpfung der Verderbnis allein euch aufbürden. Als Pachal, ja, als Weißmagier ist es unsere Pflicht, in dieser Sache aktiv zu werden. Das werdet ihr wirklich tun? Fragt Ishiva. So scheint es. Dann erlaubt mir, mich für mein barsches Auftreten bei unserem letzten Treffen zu entschuldigen. Das ist nicht nötig, Ishiva. Es war es, der uns die Augen geöffnet hat. Und wir wüssten dich auch gerne weiter an unserer Seite. Es ist das erste Mal, dass wir den Wald verlassen. Da können wir eine gute Führerin wie dich gebrauchen. Im Gegensatz zu dir würden wir uns vermutlich schon in Coertas so hilflos verlaufen, dass wir bis zur 8. Katastrophe nicht in Dravania ankommen, Sarina. Ja, ich bin gerne euer Guide, kein Problem. Das ist nicht das erste Mal. So, der Shiva sagt, keine Angst, Sarina. Ich werde dir Pachal sicher bis nach Fiederhaak geleiten. Wir treffen uns dort. Okay, also geht's wieder nach Fiederhaak. Ja, meine Güte, da war ich ja schon lange nicht mehr gewesen. Interessant, okay. Das heißt, wir porten es rüber und ich bin sehr, sehr neugierig, Leute. Ich bin unglaublich neugierig. Ich meine, dass die jetzt aus ihrem Wald rauskommen, das hätte man sich vielleicht auch so ein bisschen schon vermuten können. Aber ich bin natürlich sehr gespannt, inwiefern sie aktiv werden. Also werden sie uns jetzt nur dieses finstere Labor aufzeigen, dieser Hexe, oder werden sie auch selbst in den Kampf eintreten und wirklich uns an der Seite stehen? Mal schauen, wie weit sie gehen. Aber zumindest sehen sie das erste Mal ein bisschen mehr als ihren eigenen Wald. Mal gucken, wie jetzt hier die beiden Herrschaften darauf reagieren, wie ihr so hier Fiederhaak gefällt. Das ist das erste Mal weg von zu Hause. Ist wie so ein Schulausflug hier mit den beiden. So, und Raya Osena sagt, da wären wir also in Fiederhaak. War doch gar nicht so schwierig. Das hätten wir sicher auch ohne Ishiva geschafft. Ja, das sagt sie jetzt. Aber in Wirklichkeit hättet ihr euch verlaufen. So, Das kommt von der Richtigen. Du bist doch auf dem Weg hierher keinen Schritt von ihrer Seite gewichen. Das tut jetzt überhaupt nicht zur Sache. Sag lieber mal, Arun, hast du immer noch keine Schwankungen im ätherischen Gleichgewicht bemerkt? Oh doch, ich fühle eine Erschütterung im ätherischen Gleichgewicht. Ihre Quelle liegt nordwestlich von hier. In Morn? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Gebiet durchzogen von zahllosen Tunneln. Die würden ein gutes Versteck abgeben. Wir werden uns direkt in das Hoheitsgebiet der Drachen begeben. Äußerste Vorsicht ist geboten. Darauf habe ich doch nur gewartet. Die Drachen sollen nur kommen. Ich werde sie gemeinsam mit Alaqua auf einer Windra-Welle hinwegpusten. Oh, jetzt ist aber die Raya Osena aber sehr hoch motiviert. Das wird sicherlich nicht so einfach sein. Und Arun Sena sagt, niemand hat gesagt, dass wir einen Feldzug gegen die Drachen führen wollen. Raya-O, wir sind gekommen, um die Verderbnis zu bekämpfen. Vergiss das nicht.
Ich sag's ja nur, wenn die Drachen es wagen sollten, uns anzugreifen, werden sie ihr blaues Wunder leben. Und jetzt auf nach Morn. Ich werde nicht zulassen, dass jemand den Finsterwald in einen Ort des Todes verwandelt. Ja, das ist eine sehr gute Ansage. Wer will das schon? Der schöne Finsterwald. So, der auch so einen schönen, sympathischen Namen hat, ne? Der Finsterwald halt. So. Okay, das heißt, wir müssen nun mal wieder hier quer übers Gebirge fliegen. Das kennen wir ja schon, kein Problem. Das ist ein bisschen schwierig herauszufinden, ob das hier... ist das auf dem Berg oder ist das da wirklich im Tunnelsystem? Ich glaube, das ist ein Tunnel, ne? Hat er eben erwähnt. Da muss ich hier quer durch, glaube ich zumindest. Ich glaube, ich fliege da nicht hier rum, muss da durchfliegen. Ich glaube nicht, dass es auf dem Berg ist. Da die Shiva ja gesagt hat, es wäre mitten im Tunnelsystem. Und das ein gutes Versteck wäre. Deshalb werden wir mal einfach hier rüberfliegen. Ja, und dann sind wir mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ja, es kommt wohl zum Showdown, ne? Es wird wohl zum Kampf kommen. Die Frage ist halt nur, ob wir dadurch die Verderbnis wirklich aufhalten können. Ich bin dann etwas skeptisch. So eine Verderbnis lässt sich, glaube ich, nicht einfach mal so zunichte machen, wenn man aber wieder diese besänftigt. Selbst wenn es die Quelle aller Quellen wäre, mal schauen. Zumindest sind wir hier in dem Tunnelsystem, das sollte schon mal richtig sein. Hier war ich bis jetzt nur einmal gewesen, glaube ich, um hier zum Instanzeingang da drüben zu kommen. Aber hier in der Ecke war ich noch nie gewesen. Ja, seht ihr mal. Ich spiele schon so lange jetzt hier Final Fantasy 14 und auch Heavensward. Und es gibt noch Ecken, an denen ich noch nicht war. Zum Beispiel hier vorne. Die Karte ist noch nicht, gar nicht aufgedeckt. Der Wahnsinn. Bauen wir mal fix. Was ist das denn hier? Ich habe einen unbekannten Ort entdeckt. Der Wahnsinn. Ja, hier war ich nie gewesen, aber zumindest wäre anscheinend richtig. So, was haben wir denn hier? Oh, ein Drache. Na, wer ist das denn? Ja, mit Drachen kenne ich mich aus, spätestens seit der letzten Klasse, die ich hochgezockt habe. Da habe ich hier den Dragoon hochgespielt auf Level 60. Und da habe ich auch gegen Drachen gekämpft. Mal schauen, ob wir jetzt hier kämpfen müssen. Zumindest ist hier der Alaqua oder die Alaqua am Start. Aber was macht sie mit dem Drachen? Wir werden es herausfinden. Auf geht's. Sprechen wir mit Alaqua, der bösen Hexe. Also, was wird geschehen? Was hat sie vor mit dem Drachen? Er lebt ja noch. Hat sie den herbeibeschworen? Mal schauen. Alaqua sagt zumindest, ihr lebt. Ich hatte gehofft, meine Gäste hätten euch den Gar ausgemacht. Na, so leicht hast du es nicht mit uns. So, da sind wir mit Verstärkung. So, und Alaqua sagt, wie ich sehe, tragt auch ihr Hörner. Aber ihr seid keine Aura. Ihr seid hier, um meine Arbeit zu sabotieren, nicht wahr? Wieso nur hat die ganze Welt sich gegen mich verschworen? Mit Zaela sind ein Volk von... wir Zaela sind ein Volk von Nomaden, die... ich bin viel gereist. Doch wo ich auch hinkam, schlug mir nichts als Hass entgegen. Jeden verachteten Blick, jedes geringschätzige Zungenschnalzen habe ich mir gemerkt. Sie haben mich zu meiner Forschung angetrieben, die mir endlich eine Heimat bescheren wird. Und Schutz vor eurer Ignoranz. Ist er nicht niedlich? Das Ergebnis meiner harten Arbeit. Leider ist es mir nicht geglückt, diese kraftstrotzenden Körper auch mit unbändiger Lebenskraft zu füllen. Er kann nur dort überleben, wo Verderbnis ihn nähert. Deswegen muss die ganze Welt in Verderbnis ertrinken. Dann kann der Drache meine Peiniger überall zur Rechenschaft ziehen. Oh wei. Der Drache besteht vollständig aus unreinem Äther, sagt Arun Sena. Ja, die Verderbnis ist stark in ihm. Er muss der Quell allen Übels sein. Wir müssen ihn purifizieren. Ich erwarte nicht, dass ihr mich versteht. Das hat noch nie jemand getan.
Doch ich werde auch nicht zulassen, dass ihr meine Pläne durchkreuzt. Mein Drache wird über euch richten. Okay, das wird unser finale Kampf sein gegen einen Drachen mal wieder. Auf geht's. Mein süßer kleiner Drache, lass dieses Scheusal. Was? Ach so, okay. Auf geht es. Also, ich versuche hier immer die Texte auch zu lesen, die aufploppen, aber das geht halt so schnell, diese Sprechblasen. Also wundert euch nicht. So, wir werden mal hier ordentlich Damage drauf machen. Ich werde noch nicht in den Boost-Prediger gehen. Ich weiß nämlich jetzt nicht, inwiefern hier Ishiva ordentlich Damage reinbekommt. Sie tankt ja anscheinend den Drachen gerade. Das tapfere Mädchen. So, also, auf geht es. So, ja, das geht ja eigentlich noch. Also noch, also der Zombie-Drache, so wie er heißt, macht jetzt nicht ordentlich Schaden, aber da kommt bestimmt gleich nochmal eine ordentliche Schippe an Gegnern. Mal schauen. So, machen wir mal Windgar drauf. Zack. Ja, aber also noch alles sehr tiefenentspannt. Aber ich glaube, das würde ich gleich ändern. Alaqua ist auch noch nicht in Kampf beigetreten. So, mal schauen, was jetzt passiert. Und fertig. So, was haben wir jetzt hier? Was hat das zu bedeuten? Der Drache ist besiegt, aber mein Äther verflüchtigt sich noch nicht. Die Verderbnis hält ihn am Leben, für immer. Sarina, der stockende Äther, wir müssen ihn purifizieren mit unseren heilenden Kräften. Okay, also wir müssen den stockenden Äther heilen und ihn von der Verderbnis befreien. Ja, kein Problem. Ein bisschen Overheal. Ja, ein paar, die kommen natürlich ein paar Gegner. Das war halt abzusehen. Da kommen die seelenlosen Ritter an. Okay, das heißt, ich muss parallel hier den Äther am Leben halten. Und wenn dessen, ja, die seelenlosen Ritter platt machen. Ja, die halten nicht viel aus. Das heißt, wir heilen es mal hier hoch. Das ist ja alles ganz entspannt bis jetzt. Also, ich habe ja gedacht, jetzt geht die Welt unter. Aber das ist ja hier alles easy, ne? So, das Ding ist doch gleich hochgeheilt. So, fertig. Noch einmal, dann auf 100%. Fertig. Was passiert nun? Der Drache erhebt sich. Der Drache, er hat sich wieder erhoben. Ja, toll. Das ist aber jetzt nicht so der Wahnsinn. Wir müssen es mehr ans Zeug legen, sagt er gerade bei der nächsten Heil-Session. Okay, also wir müssen wieder ein bisschen Damage machen. Ich hätte also ein bisschen mehr Overheal drauf knallen müssen auf diesen Ätherstrom. Okay, wissen wir Bescheid. Das heißt, wir machen den Zombie-Drachen nochmal platt. Das Gute ist ja wirklich, der hält nicht viel aus, ja. Ich meine, da könnte ich auch eigentlich einen Boost-Prediger switchen, aber gut. Ich mache es einfach mal auf Boost-Prediger und danach klicke ich es wieder weg, sobald wir diesen Ätherstrom heilen müssen. So, das passt. Dann heilen wir noch kurz die Ishiva einmal. So, Boost-Prediger weg. Und stocken den ETS mal heilen. Achso, der ist schon auf 99%. Ja, hochgehalten ist er jetzt. Was jetzt? Es kommen wieder Gegner. Muss ich die vorher platt machen, bevor die da zum Ether kommen anscheinend. Okay, warte. So, was jetzt? Kommen noch mehr Gegner? Ich weiß ja nicht, der Äther ist ja schon auf 100%, oder nicht? Bin gerade etwas verunsichert. Steht ja, heile den stockenden Äther und besiege den Zombie-Drachen. Ja, hab ich ja gemacht. Und du? Jetzt stehe ich hier rum. Hallo? Hallo? Jetzt kommt der Drache wieder an. Was? Er hat sich wieder regeneriert. Das kann nicht sein. Geb auf, mein Drache ist unsterblich, schreit Alaqua. Ja, naja, eigentlich nicht. Jetzt müssen wir die hier 15 Mal vernichten, oder was? Ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Naja, gut. Mal gucken, wie lange wir das machen müssen. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Ist ein bisschen komisch gerade. Aber gut, so. Da geht der Gott sei Dank ziemlich schnell down. Der Mana-Verbrauch von mir hält sich auch in Grenzen. So, dann tun wir jetzt wieder Boost-Prediger weg. Was jetzt? So, der Äther löst sich immer noch nicht auf, sagt Arun Sena. Ja, nu? Er wird sich wiederheben, sagt Alaqua.
nicht den Mut verlieren, Arun. Heilen wir den stockenden Äther auf ein neues. Ja, der Wahnsinn, der Knaller. Ja. Okay, also nochmal. Machen wir Overheal. Alles draufknüppeln, was geht. Oh, da kommen wieder ein paar Gegner. Warte. Ich werde aber vorher hier die Ritter platt machen, nicht dass die hier rankommen. Oh, oh. Oh, aus der Range. Noch einen. Nein, noch, kommt los. Hat's noch gepasst? Na, der hat viel Schaden bekommen. Aber egal. So, gleich haben wir es, glaube ich, noch einmal. Passt doch, oder? Ist wieder auf Max Leben. Und was nu? Das ist ja, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht so spektakulär. Das war genug Heilmagie für eine ganze Armee, sagt Raya Ozena. So wie mein Hass für Herrscharen von Kriegern reicht, sagt Alaqua. Ey, jetzt muss ich einen Schilder platt machen. Mache ich hier irgendwie gerade grundsätzlich was falsch? Die Verderbnis ist schwächer geworden. Noch einmal, Freunde, sagt hier die Ozena. Ah, der Wahnsinn. So, ah, jetzt kommen ein bisschen Gegner. Das ist der Wahnsinn. Cool. Bisschen Damage auch noch. Können wir mal hier unseren Special Skill reinhauen. Zack. Down ist er. So, währenddessen heilen wir auch nochmal ein bisschen die Yeshiva. Kein Problem. Und den seelenlosen Pagen mal noch platt. So, jetzt Max Damage auf den Zombie-Drachen. Ist der Wahnsinn gerade. Ja, noch ein bisschen Windrar raus. Windgar. Ja, und Boost-Predi rein. Und hauen wieder drauf. So. Die Frage ist, die müssen wir danach wieder hier dieses... den Äther hochheilen? Oder war es das dann? Mal gucken. Noch einmal und... haben wir es geschafft. Spielen halt beendet. Ja. Haben wir es gewuppt. So, aber was passiert nun? War es das jetzt wirklich gewesen? Müssen wir gegen Alaqua nicht kämpfen? Hm. Warte mal. Mal schauen. Mal schauen, was passiert. So, da geht sie zu Boden. Und Alaqua sagt, die Krone meiner Schöpfung, mein Lebenswerk, zerstört. Ja. So ist es. Und Alaqua sagt, nichts ist mir jetzt noch geblieben. Mein ganzes Leben lang wurde ich angefeindet. Doch selbst das war euch nicht genug. Ihr habt mich in den Staub gedrückt. Seid ihr jetzt glücklich? Freut ihr euch, dass ich den Rest meines Daseins in einer Zelle fristen werde? Und Raya Ozena sagt, wir alle sind ängstliche Geschöpfe. Wir fürchten das Andersartige. Greifen es an und verletzen es. Auch du wurdest verletzt und wolltest es uns mit gleicher Münze heimzahlen. Du hast große Schuld auf dich geladen, doch keine Schuld ist so groß, dass die Gemüter nicht besänftigt werden können. So wie die Verderbnis. Versuchen wir sie gerade zu bekehren, so scheint es. Und Raya Ozena sagt, dich in eine Zelle versauen zu lassen, käme einer Flucht vor dem Problem gleich. Wir sollten lieber überlegen, wie du dein Vergehen wieder gut machen kannst. Was würdest du tun, wenn du dich frei von Anfeindung in der Welt bewegen könntest? Erzähl es mir, ich höre gerne zu. Tja. Und Ozena sagt, Alaquas Treiben wurde ein Ende gesetzt. Die Verderbnis stellt nun keine Gefahr mehr für den Finsterwild dar. Das alles haben wir euch zu verdanken. Ihr habt uns gezeigt, dass es wichtig ist, sich seiner Probleme zu stellen. Als die Verderbnis den Wald bedrohte, habe ich eine große Unmacht gespürt. Ich habe Angst, ich könnte nichts für ihn tun. Doch ich weiß jetzt, dass dem nicht so ist. Ich habe mir die Augen geöffnet. Dafür gebührt euch mein Dank.
Von nun an will ich es dem großen Artovakant gleich tun und mich den Gefahren außerhalb des Waldes stellen. Und der Shiva sagt, dann solltest du nicht vergessen, wie Artova einen Wegbegleiter an deine Seite zu rufen. Allein zu reisen birgt große Gefahren und irgendjemand muss schließlich die Erlebnisse aufzeichnen, damit sie der Nachwelt erhalten bleiben. Wenn es dir recht ist, bin ich dir gerne das, was mein Großvater für Artovakant war. Ich danke dir für dieses großzügige Angebot und ich verspreche dir, dich als Patschal kein weiteres Mal zu enttäuschen. Wenn ich dich bei diesem Vorhaben unterstützen kann, wäre ich überglücklich. Tja, war es das gewesen? Was ist denn mit der Alaqua? Was ist jetzt hier los? Was passiert mit ihr? Mal schauen. So, Raya Osena sagt, wir werden Alaqua in die Obhut der Bruderschaft übergeben. Bitte suche uns später im Camp Silmuhu auf. Wir würden uns gerne in Ruhe bei dir bedanken. Ja, war es das gewesen? War es das gewesen? Da ist die Alaqua geknickt und sie wird jetzt einfach übergeben. Oh, was? Oh, wei, oh, wei. Na gut, port mal zurück. Wir werden natürlich jetzt mal in Camp Seelenruhe nochmal mit denen sprechen, was es genau wirklich geschehen ist mit ihr, mit der Alaqua. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also von der Story her, Also vom Kämpfen her und vom Ablauf her, dass ich so also ein bisschen die Verderbnis besänftigt habe und die Quellen und das war jetzt nicht ganz spektakulär, jetzt auch am Schluss mit dem Kampf, ja, ganz ehrlich. War jetzt nicht so spektakulär, ne? Ich hatte schon andere Jobklassenquests, die waren wesentlich anspruchsvoller. Wenn ich mir auch noch zugeändere, ich fand auch die des Gelehrten, die Jobklassenquest, auch ein bisschen tricky und ein bisschen, ja, herausfordernder, würde ich mal sagen. Da ist mit dem White Mage ein bisschen einfacher, ist mein persönlicher Eindruck. Also für die Leute, die auch schon die Erfahrung gemacht haben, anderen Heiler hochgezogen zu haben, sprich den Gelehrten oder den Astrologen. Also könnt ihr gerne mal schreiben, dann auch später in die Kommentare, wie ihr das empfindet. Ich finde, das war, vom Anspruch her nicht schwierig, ja. Von der Story her werden wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen, sobald es hier komplett abgeschlossen ist. Und dafür quatschen mit der Reihe Osena zuerst nochmal. Und sie sagt, willkommen zurück, Sirena. Alaqua hat uns den ganzen Weg nach Gridania keines Blickes gewürdigt. Aber sie hat auch keinen Anstalten unternommen, wegzulaufen. Ich werde sie in ihrer Zelle besuchen und versuchen, ihr dabei zu helfen, den Sinn ihres Daseins zu erkennen. Also ganz ehrlich, das ist doch ein totaler Widerspruch. Eben hat sie noch gesagt, es wird ja keinen Sinn machen, jemanden in die Zelle zu stecken und sie würde halt gerne erfahren, was sie sich wünschen würde. Und jetzt sagt die Raya Osena, sie steckt in der Zelle und ich versuche ihr zu helfen, irgendwie den Sinn ihres Daseins zu erkennen. Naja, finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich persönlich zumindest. So, wir haben euch viel zu verdanken. Ihr habt den Wald vor einer großen Gefahr bewahrt. Die Stimmen der Gebieter klingen wieder klar und deutlich. Das ist einzig der Verdienst von Sirena. Und die Shiva sagt, und auch ich möchte mich bei dir bedanken. Dank Sirena, dass du meinen Glauben an das Gute in der Welt erneuert hast. Ich werde Arusena begleiten und ihm helfen, auch in Zukunft alle Bedrohungen vom Finsterwald fernzuhalten. So wie es einst mein Großvater für Artovakant getan hat. Wer weiß, vielleicht begegnen wir uns auf einer unserer Reisen ja mal wieder. Ich werde mich bemühen, dann eine noch gewandtere Pikinierin zu werden. Und Arusena sagt, wenn ihr uns jetzt bitte entschuldigt, da draußen wartet eine Welt voller Gefahren, die vom Wald ferngehalten werden müssen, auf dass sich unsere Wege bald wieder kreuzen mögen. Tja. Und Raya sagt noch, mein Bruder hat eigentlich schon alles gesagt. Von nun an gehen wir getrennte Wege mit demselben Ziel, die Harmonie im Finsterwald zu wahren. Ahun von außen und ich von innen. Hoffentlich wirst du uns auch weiterhin zur Seite stehen. Weißmagierin Sirena, du hast dir auf dieser Reise neues Wissen angeeignet, das uns dabei eine große Hilfe wäre. Aber das weißt du viel besser als ich. Darum bleibt uns wohl besinnen. Ja,
damals echt geschafft. Stufe 60 abgeschlossen, die Jobklassen-Quest mit dem Namen Die Furcht vor dem Anderen. Ja, das war's gewesen, Leute. War es das gewesen? Ja, meine Güte. Was soll ich sagen? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich muss sagen, im Vergleich zu anderen Jobklassen-Quests, ja, war's. Ich hatte ja noch die Hoffnung, dass hinten raus noch so ein bisschen Action abgeht. Aber auch der letzte Endfight, das war ja wirklich jetzt nicht gerade eine Herausforderung großartig. Mal diesen Äther in der Mitte zu heilen, da mal ein bisschen AE-Damage reinzuhauen, das war jetzt nicht ein bisschen, wo ich sage, das hatte jetzt Wipe-Potenzial. Natürlich muss ich auch sagen, ich habe natürlich sehr gutes Gear. Ich habe ja schon Item Level 184, sehe ich gerade hier. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber selbst mit normalem Gear zu dieser Jobklassen-Quest, wo ich gerade frisch Level 60 geworden wäre, wäre es, glaube ich, kein großer Anspruch gewesen. Und von der Story her muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, wie gesagt, die ersten Jobklassen-Quests nur von A nach B geritten. Ein paar, ja, Verderbnisse beruhigt. Ein bisschen rumgeplänkel. Naja, ist mein Eindruck, es war jetzt nicht so die Klasse, wo ich sage, boah, das muss man gesehen haben. Ist mein persönlicher Eindruck. Das liegt aber auch wirklich daran, dass ich ja schon viele Jobklassen auf Level 60 gebracht habe. Ihr seht es gerade mal kurz eingeblendet. Ich habe halt schon ein bisschen mehr Erfahrung da und kann das vergleichen mit anderen Jobklassen-Quests. Da muss ich ganz klar sagen, dass die des White Mage jetzt sehr unspektakulär war. Und es andere Jobklassen-Quests gibt, die halt schon ein bisschen mehr Pfiff haben und ein bisschen mehr Oha-Effekt. Aber nichtsdestotrotz empfehle ich euch natürlich auch hierbei, diese Jobklassen-Quests zu absolvieren. Einfach nur vom Spielgefüge auch da ein bisschen breiteres Klassenverständnis zu bekommen. Und da bleibt mir eigentlich nur noch hier, euch zu zeigen, diese neue Fähigkeit, die ich bekommen habe, Tetragrammaton. Und das regeneriert halt Leben am Ziel. Und das sieht so aus. Sehr schön, hat einen recht hohen Reaktivierungsskill, insgesamt also Reaktivierungszeit von 60 Sekunden, aber warum nicht? So, das war's auch jetzt schon gewesen, bevor mir jetzt die Spucke wegbleibt vom ganzen Vorlesen, ganzen Reden, das ist unglaublich, wie die Zeit vergeht, jetzt habe ich schon wieder über 40 Minuten gequatscht und auch die vorherigen Jobklassen-Videos habe ich auch ja schon aufgenommen, deshalb versagt wie so langsam meine Stimme, aber ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß dabei, mir zuzuhören und zuzuschauen und bildet euch eine eigene Meinung und schreibt gerne in die Kommentare rein, gebt mir einen Daumen hoch, das würde mich freuen und dann werden wir uns auch wieder bald zu weiteren Jobklassen-Quests-Videos sehen, wenn ihr möchtet. Als nächstes kommt wahrscheinlich der Taumaturg-Drang, sprich der Black Mage. Also seid mal gespannt, wie es da ausschauen wird. Und dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wie viel Uhr wir haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.